Hi und herzlich willkommen zum heutigen Teufel-Tutorial. Wir erklären dir heute, wie du deine CD richtig säuberst und von Kratzern befreist. CD, was war das nochmal? Die kompakt ist, die löst bei dir wahrscheinlich eher nostalgische Gefühle aus. Oft verbergen sich auf alten CDs oder auch DVDs seltene Erinnerungen wie verloren geglaubte Urlaubsbilder oder auch die legendäre Abi-Playlist. Um diese Schätze zu bergen, säuberst du deine CD, befreist sie von Kratzern und reinigst dein CD-Laufwerk. Um deine CD zu reinigen, befreie sie erst von Staubpartikeln. Mach das am besten nicht so. Besorge dir lieber Druckluftspray aus der Dose. Mit diesem Spray kannst du auch sehr gut Tastaturen oder CD-Laufwerke durchlüften. Um Fett und hartnäckige Reste zu entfernen, nimm ein Brillenputztuch oder ein Mikrofasertuch mit Spülilösung. Mit dem fährst du dann vorsichtig über die Oberfläche. Verwende dafür keine harten Chemikalien wie Glasreiniger oder Badreiniger, denn die würden die Oberfläche der CD angreifen. Fahre von unten nach oben, also vertikal über die CD, um keine Kratzer durch Krümel zu verursachen. Wenn dir dein CD-Schatz so richtig heilig ist, dann kannst du auch spezielle Reinigungsmittel im Internet kaufen. Bei diesen Sets ist eine Reinigungslösung, ein Tuch und eine Reinigungs-CD dabei. Die Reinigungs-CD hat eine bürstenartige Unterseite und befreit damit die Linsenoptik innerhalb deines CD-Laufwerks. Nach 15 Jahren ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn du Kratzer auf der CD-Oberfläche hast, die das Abspielen unmöglich machen, dann greife zum CD-Reparaturset. Das beinhaltet eine feine Polierpaste, mit der du die Rillen deiner CD vorsichtig abschleifst und damit Kratzer verringerst. Im Notfall kannst du auch Zahnpasta dafür verwenden. Lass dir aber gesagt sein, dass du mit dieser Technik deine CD auch weiter schädigen kannst und ihr sozusagen den letzten Rest geben kannst. Zum Schluss teste einmal dein Laufwerk. Wenn es die CD nicht abspielt oder verzerrt wiedergibt, dann kann es natürlich auch am Laufwerk liegen. Und zur Aufbewahrung für die kommenden 10 Jahre nicht die Hülle vergessen, damit Staub erst gar keine Chance hat. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen und ein paar alte Daten gerettet. Wenn ja, dann lass uns gerne ein Like da. Schau gerne auch mal auf unserem Kanal vorbei. Würde mich freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video.